Ich freue mich. Ich freue mich richtig. Das war die richtige Entscheidung, hierher zu kommen. Ja. Also ich würde fast sagen, wir machen hier unsere Feuerstelle. Ja. Happy, happy, hey. Happy, happy, hey. Happy, happy, happy. 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 Happy, fachgerechte Entsorgung. Genau. Also, heute Morgen haben wir nicht gefilmt, weil einfach nichts wirklich los war, aber die Nacht war mega angenehm und wir waren echt müde und sind schnell eingeschlafen. Ich bin irgendwann nochmal aufgewacht, um dir zu sagen, dass du das Licht ausmachen sollst. Weißt du das doch? Ich weiß, ich bin so weggepinnt und aufgewacht und habe so, fuck, das Campinglicht ist noch an und hat dann da rumgefummelt und ich so, wie geht das aus? Dann hast du mir geholfen. Nee, davon habe ich null mitbekommen. Du hast es ausgemacht! Wonderful! Also ich habe irgendwas dunkel in Erinnerung mit Licht und so, aber es war mehr so... und wieder weggepennt. Süß. War einfach zu fertig. Ja, und dann waren wir in der Strandpromenade, sind ein bisschen rumgelaufen und fast eingepennt auf so einer Bank. Ja. Aber es hat dann angefangen zu regnen und das war einfach scheiße. Und dann wussten wir nicht, was wir machen sollen und deshalb haben wir nach einem Freizeitbad gesucht und haben das hier in Immenstadt gefunden. Und da waren wir jetzt hier letzten 3 Stunden. Ja, fast 4 Stunden sogar. Fast 4 Stunden. Das war recht günstig und war echt angenehm. Die hatten ja so ein... 3,50 für dich, 4 Euro ja, für mich. Und
ja, ein Schwimmerbecken, so ein Kinderbereich, also Nicht-Schwimmerbereich und dann so ein Sohle-Dampfbad. Und normalerweise könnte ich halt, wenn es gut Wetter wäre, könnte ich auch am Bodensee, also die haben auch quasi den Bodensee angelegt. Aber da das Wetter halt nicht mit, mitspielt, ist das halt quasi nicht offen gewesen. Also man hätte raus können, aber ich bezweifle, dass die da irgendjemand nach dir geguckt hätte. Ich glaube, die hat ja auch gesagt, das ist geschlossen. Yeah. Hätten wahrscheinlich draußen was im Lifeguard, hätte ich wahrscheinlich wieder reingeschickt einfach. Genau. Genau. Ja, und jetzt haben wir gerade festgestellt, dass wir so schlau waren und keine Gewürze mitgenommen haben. Deshalb gehen wir jetzt irgendwo essen, weil Chili con Carne, beziehungsweise Chili sin Carne, ohne irgendwas wie Salz, Pfeffer oder sonst was zu kochen, wird echt ekelhaft. Genau, deswegen haben wir gesagt, okay, dann kochen wir halt nicht, sondern gucken, dass wir irgendwo was schön essen. Vor allem, weil wir zu günstig weggekommen sind, weil eigentlich wollten wir in eine andere Therme und da hätte es halt über 40 Euro Eintritt für uns beide gekostet. Jetzt haben wir 57 gezahlt. Nee, 40 Euro wäre, wenn wir mit Sauna genommen hätten, das wäre 40 Euro gewesen. Ja, das ist über 40, ja. Ja, ja. Und sonst wären es 25 genau, oder so. Genau, 25 für uns beide halt insgesamt. Same old thing, the same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you, oh, oh, oh. 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 Just wanna be alone. Play pretend. All your girls, they just wanna have fun. But it's the same old thing that we all sing. Same old thing that keeps me keen. But I just wanna be alone with you. Just wanna be alone with you. Same old thing that keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you. Oh, oh.
Motherfucker Mode activated. Es pisst, es ist kalt und deswegen haben wir gesagt, wir fahren jetzt einfach heim und ganz entspannt, ganz gemütlich, können dann zu Hause in aller Ruhe auspacken, die Sachen waschen, aufräumen und so weiter und haben da keinen Stress. Ja, weil es hat vorhin 12, jetzt hat es noch 11 Grad, ja. Richtig eklig, es pisst wie Sau. Wir hatten richtig Glück mit dem Zusammenbauen. Ja, wir haben so das Zeitfenster abgepasst, wo der Regen kurz wieder einen Moment aufgehört hat und dann langsam wieder anfing, für das Zelt zusammenklappen. So haben wir das Zelt quasi fast trocken eingeklappt. Gut, ich muss die Woche halt mal gucken, dass ich es aufmache und ausschliffen lasse voll. Aber es ist jetzt nicht übelst nass oder so. Langsam nach Hause tuckern. Du hast deine Truckermütze auf. Ja, ich fahre ja auch einen Truck, immer noch. LKW. LKW.